Sie beginnen ein neues Forschungsprojekt und möchten einen Datenmanagementplan mit Hilfe des Werkzeuges RDMO erstellen. Aber wie funktioniert der RDMO eigentlich? In diesem Videotutorial finden Sie die wichtigsten Schritte für Ihren Start mit dem Werkzeug RDMO. Um einen Datenmanagementplan zu erstellen, müssen Sie sich zunächst beim RDMO einloggen. Klicken Sie dafür auf den Button. Danach werden Sie auf die Hauptanmeldeseite der FAU Erlangen-Nürnberg weitergeleitet. Hier können Sie sich mit Ihrer IDM-Kennung und dem dazugehörigen Passwort anmelden. Nach dem Einloggen gelangen Sie auf die Startseite des RDMO. Hierunter können Sie auch die Sprache auswählen. Um einen neuen Datenmanagementplan zu erstellen, klicken Sie auf die Option Neues Projekt erstellen. Ein neuer Datenmanagementplan besteht zunächst aus einem Namen, einer Beschreibung und einem Fragenkatalog. Der RDMO verfügt hierbei über verschiedene Fragenkataloge. Nachdem Sie einen dieser Kataloge ausgewählt haben, können Sie nun mit der Beantwortung der Fragen beginnen. Ein Fragenkatalog gliedert sich in Abschnitte, in denen einzelne Fragen thematisch gebündelt vorliegen. Zu den Fragen gibt es häufig Beispielantworten, weiterführende Links und weitere Hilfestellungen. Bei offenen Fragen, so wie hier, können Sie im Textfeld einen beliebigen Text einfügen. Dabei lassen einige Fragen mehrere Antworten zu, zum Beispiel bei der Frage nach den Verantwortlichen der Projektkoordination. Über das grüne Feld Eintrag hinzufügen können Sie neue Antwortoptionen hinzufügen. Um Optionen zu entfernen, klicken Sie auf das dazugehörige Kreuz. Bestimmte Fragen können für verschiedene Datensätze auch einzeln beantwortet werden. So können Sie zum Beispiel bei der Frage nach den Datenformaten je nach Datensatz auch unterschiedliche Antworten eingeben. Hierfür müssen Sie im Fragenkatalog den neuen Datensatz hinzufügen. Einige Fragen ziehen zusätzliche Aufgaben nach sich. Wenn Sie zum Beispiel die Frage nach der Verwendung sensibler Daten mit Ja beantworten, finden Sie auf der Startseite Ihres Projektes eine neue Aufgabe stehen. Datenschutzbeauftragten kontaktieren, um zu prüfen, ob weitere Einschränkungen oder Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. Am Ende jeder Fragenseite befinden sich die Buttons Zurück, Überspringen, Sichern und Sichern und Fortfahren. Mit dem Anklicken des entsprechenden Buttons können Sie zu einer vorherigen Frage zurückgelangen oder die Frage überspringen. Der Button Sichern speichert Ihre Antwort. Speichern und Fortfahren leitet Sie nach dem Speichern auf die nächste Seite mit den entsprechenden Fragen weiter. Achtung! Durch das Anklicken des Buttons Überspringen oder Zurück werden alle nicht gespeicherten Eintragungen gelöscht. Das angelegte Projekt kann jederzeit weiterbearbeitet werden. Das bedeutet, dass Sie das Ausfüllen des Fragenkatalogs auch zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen können. Auf der Startseite von RDMO unter Meine Projekte finden Sie alle Datenmanagementpläne, welche Sie selbst angelegt haben oder zu denen Sie eine Arbeitsberechtigung besitzen. Eine Übersicht zu allen Ihren beantworteten Fragen finden Sie unter dem Reiter Antworten anzeigen. Hier können Sie auch Ihren Plan in verschiedenen Formaten exportieren und darstellen. Wir haben heute gesehen, wie man ein neues Projekt erstellt, wie man den Titel und die Beschreibung einfügt sowie einen Fragekatalog auswählt, dass man die Fragen gleich oder auch später beantworten kann und wie man Antworten anzeigen und gegebenenfalls in ein neues Format exportieren kann. Mehr über die fortgeschrittenen Funktionen des RDMO erfahren Sie in diesen Videotutorials. Vielen Dank fürs Zuschauen.